Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch mal für den Scanner R und S ein Add-ons Paket zusammengeschustert, ja, von Blade von 50k MD Modding und den Italiener Afros Mew. Und da gucken wir noch mal, was jetzt hier uns alles hier hinter oder was jetzt alles mit dabei ist. Wir werden einfach mal schauen. Das sind jetzt also eher gesagt nur Anbauteile und wie man es hier schon sehen kann, sogar das Interieur mit dabei. Das sieht ja schon mal ganz hübsch aus hier mit diesem S730. Und auch hier oben diese Scania-Logos. Das ist also ein komplett anderes Interieur. Das kann man schon sehen hier. Das sieht echt cool aus. Funktioniert sogar auch mit dem hier. Aber das ist halt wirklich nur. Ne, das ist praktisch das gleiche. Plus das halt hier unten. Wie ihr sehen könnt, hier wird es dann anders. Ne? Und bei dem. Dann lassen wir das so. Holz sieht dann schön aus. Von außen sieht es halt nicht ganz so aus, aber das jetzt finde ich nicht so schlimm. Schauen wir uns jetzt einfach mal die Anbauteile an, weil darum geht es ja im Prinzip. Das sind jetzt hier zum Beispiel Slot. Die sind jetzt hier mit dabei. Dann haben wir hier noch was. Das ist aber das von 50k, weil ich ja diesen 50k Mod drin habe. Deshalb nutze ich jetzt nur mal das, was jetzt hier bei diesem Mod mit. Ups, was ist das? Das ist auch nicht. Sidelight, da muss man jetzt mal gucken, dass wir das richtige Lämpchen erwischen. Seitenlampen. Oh, da muss man jetzt gucken hier. Irgendwo ist es nämlich dabei. Da ist es doch hier. Da sind sie, die kleinen Lampen. Hier gibt es ja natürlich in Orange oder halt dann in Rot oder halt in Weiß. Kann man sich dann. Jetzt aber muss ich sie dann dementsprechend raussuchen. Also es sieht halt dann so aus. Also werde ich jetzt mal nur das anbauen, was wir jetzt hier haben. Also was uns jetzt hier zur Verfügung steht. Was anderes brauche ich jetzt hier nicht anklicken, weil dann sind die wieder weg. So, schauen wir weiter. Chrome, das ist vom, ja, vom DLC. Und noch ein paar andere Sachen sind mit dabei. Alles in Chrom. Bin ich so der Chrom-Fan, deshalb nehmen wir jetzt einfach mal den hier her. Das sieht auch ganz witzig aus. Da kommen hier noch ein paar kleine Lampen mit Pflastern. Hier so, keine Ahnung, so Orange oder so. Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist jetzt rein nur zum Test. Ihr könnt ja dann dementsprechend, ich zeige euch einfach nur mal, was jetzt hier vorhanden ist. Und den Rest könnt ihr dann selber testen. Das ist vom DLC hier. Oh, jetzt haben wir hier, jetzt gucken wir hier, jetzt haben wir hier schon wieder was Neues. Glaschrom lackiert. Das ist praktisch das Originale und das sieht dann so aus. Aber ich mag das Chrom halt nicht so. Deshalb lasse ich das auch mal. Das ist jetzt von mir das Zeug hier. Das lassen wir auch. Da gibt es dann auch nichts Separates. Ich werde es trotzdem mit Pflastern. Falls ihr das braucht, findet ihr in der Beschreibung. Das muss am Rande erwähnt. So, dann habt ihr hier natürlich King of the Road. Bin ich mal gespannt, ob man das auch von innen sieht. Ja, da kann man es leicht sehen. Also von sieht man von innen dann auch. Dann das Chrom. Das sieht schick aus, lackiert, light. Oh, das leuchtet dann sogar hier rot. Das leuchtet alles rot. Das leuchtet rot und das ist auch ganz hübsch. Keine Leuchten, Chrom. Mit Leuchten nehmen wir das natürlich. Chrom. Hier noch, dann schauen wir mal, ob hier noch dabei. Das haben wir schon. Chrom. Ah, jetzt hier, guck an, da haben wir sogar das Logo drin. Dann nehmen wir praktisch das da. Da kann man sich hier noch ein paar Lampen hin schustern. Das machen wir auch noch. Wir nutzen das jetzt natürlich alles, was die uns jetzt hier mit diesem Mod geben. Hier ist nichts mit dabei. Jetzt gucke ich doch mal, ob man hier Original Chrom. Ne, das lassen wir jetzt einfach so. Ja. Gut. Also hier haben wir nichts mit dabei. Also keinen neuen Bügel oder so. Das ist alles gleich. Hier haben wir auch nichts mit dabei, so wie es aussieht. Oh, jetzt haben wir neue Low Bars. Oh, das funktioniert aber nicht. Du. Das müssen wir nochmal wegmachen. Testen wir nochmal hier.
nochmal? Aha, gut, also der passt. Also der Zweier oder der passt. Lobau. Und natürlich halt dann, die stimmen dann auch nicht. Da braucht man jetzt praktisch das andere. Dann nehmen wir jetzt mal hier den. Mal schauen, ob das der hier ist. Testen wir es am besten mal mit ihm hier. Ne, das ist er auch nicht. Dann passt der hier aber nicht. Langkunststoff. Schauen wir nochmal. Naja, gerade so, dass sie passen, aber sieht besser aus. So. Mal schauen, welcher das passt. Der hier passt. Da kann man sich seine eigenen Lampen hinbauen und schauen mal, was hier mit dabei ist. Seitlampen. Front weiß. Guck mal hier, da kann man selber seine Lampen hinbauen. Guck an, hier, guck. Da gibt es dann sogar diverse. Zack. Da gibt es dann die auch. Die kenne ich von früher noch hier. Zack. Da kann man hier praktisch gelbe oder weiße hinbauen. Das ist auch ganz schick. Da bauen wir uns das jetzt einfach selber mal hin. Sonst ist hier nichts mit dabei. Genau. Das sieht doch ganz hübsch aus. So, das ist alles Standard. Da gucken wir mal hier weiter. Das ist auch alles original. Es leuchtet bestimmt auch, wenn es dunkel ist, aber das schauen wir uns jetzt gleich dann in-game nochmal an. Nehmen wir das einfach. Übertreiben einfach mal ein bisschen hier heute. Das ist vom DAF DLC, guck an. Ja, ich mag diese Platten irgendwie nicht. Das ist alles original. Oh, da sind eine Menge mit dabei hier. Du bist aussieht angepasst von allen LKWs. Ja, sieht fast so aus. Sieht aber so aus, als wenn die alle gut passen würden hier. Ja, wir müssen mal so anschauen. Ja, sieht gut aus. Dann schauen wir doch mal hier. Upp. Immer rechts und einmal links. Dann natürlich, wenn die auch passen. Ja. Scania, Rot, Chrom. Ja, da gibt es jetzt diverse, da könnt ihr euch dann hier entsprechend auch nochmal austoben. Dann sollte es eigentlich hier noch so irgendwelche Rücklampen geben. So, was haben wir hier noch? Das hier noch, aber irgendwo gibt es eigentlich noch so Lampen für hinten. Wo war denn das dann? Wo ist denn das hinterlegt? Das interessiert mich jetzt eigentlich hier mal. Hier nicht. Seltsam. Irgendwo gibt es Lampen für hinten. Das ist bestimmt wieder hier mit hinterlegt. Ne, hier ist es auch nicht hinterlegt. Das sind alles Flaggen. Eigentlich sind hier hinten sollten noch Markierpunkte sein. Ich guck mal schnell auf meinen Laptop. Da sollte dementsprechend nämlich hinten auch noch Anbauteile sein. Dass man hier hinten dementsprechend sich noch was zupflastern kann. Auch an der Seite und so die Scheiben. Hier drin praktisch. Vielleicht geht es ja vom Interieur aus. Aber da schauen wir jetzt einfach nochmal. Hier geht nichts. Das bleibt. Lenkrad. Auch. Wir haben sogar hier irgendwo einen Tisch war mit dabei, habe ich gesehen. Und das sieht fast aus, als wenn er passen würde. Von außen? Ach, von außen ist er nicht da. Schade, dass er von außen jetzt nicht da ist. Das finde ich ein bisschen doof. Aber wenn ich jetzt hier was hinstelle, dann hängt es hier in der Luft. Das ist nicht so hier. Das ist doof. Also der Tisch ist eher sinnlos. Und der andere wahrscheinlich sieht man von außen auch nicht. Ah doch, der ist da. Okay, also der Tisch funktioniert. Also den könnt ihr hernehmen hier. Der klappt. Guck, hier wenn ich es hinstelle, dann steht er auf dem Tisch. Da. Also der funktioniert. Gut. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst, das könnt ihr hernehmen. Könnt ihr nutzen. Das funktioniert doch schon mal ganz gut. Das nochmal so am Rande erwähnt. Oh, falsch ist das gar nicht. Hier ist das gar nicht. Zack. Was haben wir hier noch? Mit den Griffeln. Ja, sieht von außen auch, klappt auch. Ist immer ganz wichtig, dass das von da natürlich auch funktioniert. Wir haben jetzt hier Gardinen sogar mit dabei. Coolbox, aber die lassen wir mal weg, weil ich das schön finde hier. Schick, schick. Also das Interieur funktioniert soweit ganz gut, außer von außen sieht man es halt nicht komplett ganz. Also die Sitze und das andere, was halt in dieser Farbe ist, ist halt nicht hinterlegt. Genau. Ansonsten, was fehlt denn hier noch? Irgendwas fehlt auf alle Fälle hier noch, ne? Hinten, diese Anbaupunkte fehlen hinten noch. Aber irgendwie, keine Ahnung, sind die hier nicht hinterlegt.
finde ich nicht. Nichtsdestotrotz auf alle Fälle sehr, sehr schickes kleines Add-on für den Scanner R und S. In diesem Add-on ist also wirklich alles enthalten, was so an Parts gibt, die was man so jetzt in den letzten Wochen gefunden hat, also von 50k Sachen bis MD-Modding und mit der Lowbar und alles ein bisschen zusammengeschustert in, als einen Mod. Und so sieht es halt dann aus. Auch dieses Mighty Griffin Pack ist praktisch jetzt hier inklusive. Ist praktisch auch mit dabei, aber der Tisch funktioniert nur, der große, der kleine funktioniert nicht, weil man ihn von außen nicht sieht. Macht dann keinen Sinn, weil dann die Gegenstände in der Luft schweben. Da ist auch ein anderes Lichtpack mit dabei, wie man schon sehen kann. Das leuchtet schon ganz anders. Also ein ganz anderes Flarepack ist mit dabei. Fällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Aber es hat auch Geschmackssache. Und hier leuchtet wirklich alles auch unten am Boden hier. So diese Leisten hier. Am Lenkrad. So, kommen wir zum Fazit von diesem Add-on für den Scanner R und S. Nicht zu vergessen, das ist für beides. Man hat, wie schon gesagt, verschiedene Anbauteile jetzt hier mit dabei. Oben von diesen Top-Lights, von diesen kleinen Lampen. Bis hinten, ja, vom Mighty Griffin DLC die ganzen Sachen noch. Das ist DAF, vom DAF DLC ist das Zeug noch mit dabei. Hinten das, die komplette, der, ja, hinten mit den Rückleuchten und so. Und halt ja diverse Chromteile und hier Tisch funktioniert, das finde ich wenigstens ganz gut. Der Tisch hat immer ein bisschen gefehlt hier im Scanner, der funktioniert wenigstens, das ist gut, gefällt mir ganz gut. Das Interieur ist auch ganz schick, auch wenn man es von außen nicht zu 100% sieht, da sieht man nämlich nur Teil, aber ansonsten ist dieses kleine Add-on eigentlich gar nicht so schlecht. Was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt, ist das Lightpack, was da inklusive ist, weil das ist mir einfach zu grell. Also das Licht, das Ganze noch mal zeigen. Also das gefällt mir persönlich nicht, aber das ist auch, wie schon gesagt, Geschmackssache. Müsst ihr dann selber wissen, ob ihr das nutzt oder nicht. Ja, da war es jetzt eigentlich schon von mir. Mir gibt es hier nichts zu erzählen. Wünsche ich auf alle Fälle viel Spaß mit diesem Add-on für Scanner R und S. Und ja, lasst einen Daumen da. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt und bis bald. Macht's gut. Ciao.